Guten Morgen, zurück bei unseren Fundstücken. Heute habe ich ein echtes Fundstück für euch, nämlich das Fundstück hat mich gefunden. Spontan, als ich gelandet bin, landete im LinkedIn-Feed die Nachricht, dass noch ein kreatives Team hierher kommt, nämlich das kreative Team rund um den Flutwein. Daniel, herzlich willkommen in Cannes. Hallo, ja, wir freuen uns sehr, dass wir hier sind. Habt ihr es gut hergeschafft? Wir hatten eine Autofahrt, 10 Stunden hat das Navi gesagt, ich glaube 8 haben wir gebraucht, also das war super. War eine schöne Reise hier mit den Kollegen, mit Tom Schwarz, mit Friedrich, einfach ein Männertrip hier nach Cannes runter und ich glaube so standesgemäß, das kann man so mal machen, fliegen war gestern. Was hat euch im wahrsten Sinne des Wortes geritten, dass ihr gesagt habt, so, wir fahren jetzt doch noch nach Cannes? Nein, in allererster Linie, es stand schon fest, dass wir irgendwie nach Cannes wollen. Es stand aber noch nicht fest, wie wir kommen. Friedrich ist in Berlin. Ich meine, wir sind ProSieben Sat.1. Keine klassische Agentur, die nach Cannes geht. Es war für uns einfach klar, dass wir runterkommen werden, aber unkonventionell. Und wir machen es eher privat auf unserem Turnus. Ne? Also es hat für uns keine Cannes-Tradition bislang stattgefunden. Vielleicht etablieren wir die jetzt ja irgendwann mal. Einen Auftakt haben wir jetzt gesetzt, aber es ist schön hier. Und wir freuen uns, dass wir auch als Medienhaus jetzt ein bisschen hier Cannes unsicher machen dürfen. Ja, erzähl uns doch mal den Grund, warum ihr als Medienhaus hier seid. Warum, wieso, weshalb steckt ihr hinter Flutwein? Was ist die Geschichte dazu? Ich habe gehört, du kannst sie am besten erzählen. Ich müsste ausholen, ich kann es aber auch kurz machen. Ich habe an der A Verwandtschaft. Und als die Flut gekommen ist, war so das allererste, was wir gesehen haben, waren Zerstörung und dann 2 Tage drauf verschlammte Flaschen Wein. Und als wir die verschlammten Flaschen Wein gesehen haben, haben wir uns in der Taskforce zusammengesetzt, also meine Kollegen, ich, und haben überlegt, sag mal, dieser Wein, ne, das ist ja eigentlich, das Key Visual prädestiniert eigentlich ein Bild, was genau beschreibt, worum es geht. Es geht um eine der größten, wenn nicht sogar die größte Katastrophe, Umweltkatastrophe in Deutschland in den letzten 100 Jahren. Es geht um Wein, es ist eine Weinbauregion. Lasst uns da was machen, lasst uns dieses Bild groß machen. Das war die Idee und eine Woche später stand die Kampagne und es war nie ein Award Case. Wir wollten helfen, wir haben auch geholfen. 4,5 Millionen Euro, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Viel spannender ist es ja, die Presse, national, international, berichtet bis heute über die Aktion und über den Wein. Die Leute, die Wein gekauft haben, 47.492 Menschen, kaufen und bestellen wieder. Und die A braucht das. Die braucht neue Vertriebswege, deswegen machen wir auch weiter und am Ende ist jetzt auch ein Award Case draus geworden, aber konzipiert war da mal wirklich, um zu helfen und da halten wir auch an. Was ich so großartig finde, ist, wir sagen immer, Kreativität ist auch dazu da, wirklich Themen und Probleme, die wir auf der Welt haben, anzugehen. Aber wir haben ja ganz de facto letztes Jahr in Deutschland wirklich Klimawandel gespürt. Wir haben wirklich so einen Fall vor Ort gehabt. War das bei euch sofort auch klar, dass bei euch sämtliche Zeit dafür freigestellt wird, dass ihr daran arbeiten könnt? Oder gab es da erstmal Diskussionen, ja, du hast ja auch noch Daily Business? Das Daily Business war zumindest für 2 Wochen komplett egal. Wir haben es weitergemacht und diese Kampagne zeichnet eine Sache aus. Das ist die Motivation einerseits von unserem Team, aber auch von vielen Partnern. Wir haben auch viele externe tolle Leute dabei gehabt, die da einen zweiten Fulltime-Job hatten. Also wir haben alles mehr oder minder auf die Beine gestellt. Das war ja keine Kampagne mehr, das war ja eigentlich ein Startup. Ein Startup mit einem 4,5 Millionen Seed-Funding, mit 200.000 Flaschen, die in die Welt geschickt werden müssen, ohne logistische Wege. Weine, die auf 50 Betriebe verteilt waren, an einen, ja, im Endeffekt katastrophalen Zustand, ja, in einem Ort, wo es keine Infrastruktur gab. Wir mussten zentral einlagern, wir mussten uns um die Logistik kümmern, die Deutsche Post, DHL hat sich angeschlossen, der Duisburger Hafen hat sich angeschlossen, wir hatten Fulfillment geklärt und das alles mit einem Team aus 5 Festen bei uns und halt eben so 1, 2 Leuten, die doch noch ehrenamtlich unterstützt haben, aber es ging über 6, 7 Monate. Also dieser Case hat uns sehr lange begleitet, bis heute hin, ja, bis hin zum politischen Berlin. Einmal reingehakt, wie seid ihr denn überhaupt an die Winzer gekommen? Also die hatten ja wahrscheinlich ganz andere Sorgen, im wahrsten Sinne des Wortes, als dass ihr da anruft und sagt, ey, wir machen was mit eurem Wein, oder? Ja, das ist die Heritage tatsächlich. Also das ist so ein bisschen so immer das Thema. Also ich glaube, zu guter Kreativität, zu einer guten Kampagne gehört einerseits immer ein bisschen Glück. Ja, also zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein, die richtige Idee zu haben. Andererseits aber auch das Grundsetup, also du brauchst das Netzwerk. Was bringt es dir, wenn du jetzt einen Winzer anschreibst, der ohnehin kein Internet, kein Empfang, gar nichts dort hat? Krass, ja. Na, die hatten andere Sorgen. Ich hatte ein paar Kontakte dort und die beiden Kollegen, die ich angeschrieben habe, mit denen wir telefoniert haben, haben gesagt, wir vertrauen euch blind, macht was draus. Wenn wir es schaffen, ein paar 100.000 Euro einzusammeln, dann sind wir alle sehr glücklich. Du hast gesagt, es ging hin bis zum politischen Berlin. Was ist da dann passiert? Ich glaube, bei so einer Kampagne wie Flutwein muss man immer gucken, wir haben ein gewisses Impact gehabt. Ne? Also Impact im Sinne von, wir sind sowas wie ein Sprachrohr der A geworden, des A-Weinbaus. Bis heute sind wir das noch. Und
ich glaube, wenn man so ein bisschen anschaut, du hast es gerade gesagt, Katastrophen in Deutschland. Mitteleuropa und Deutschland generell ist nicht katastrophenerprobt. Wir haben Gesetze, die in Teilen sehr veraltet sind, wo wir nicht wissen, wie gehen wir mit einer neuen Katastrophe um. Da gibt es keinen Masterplan. Es wird auch nie einen Masterplan geben. Aber es gibt auch in dem föderalen System bislang noch keine Gesetzesgrundlage, die uns anders wie Länder wie in Amerika, und wo sofort klar ist, im Katastrophenfall passiert dies und das, ne? Wie das dann abzulaufen hat. Und in unserem Fall war es so, dass wir Weine verkauft haben, ursprünglich mal Weine für 0 Euro als im Endeffekt Dankbarkeit für eine Spende angeboten haben. Und dann kamen wir aber zum Spendenrecht, nämlich die Katastrophenhilfe, die ist nicht gemeinnützig. Das heißt, du kannst heute keinen Verein gründen, der sich um Katastrophenhilfe kümmert. Ach, krass. So. Und das wiederum ist der Auftakt dafür, dass Katastrophenhilfe in einer Region, die von Familienunternehmen dominiert wird, mit Wirtschaftshilfe gleichgesetzt wird. Und Spendengelder für die Wirtschaftsförderung, das ist ein No-Go. Und deswegen haben wir praktisch mit Herrn Lindner, seinem Office und auch mit dem Land eine Sondergenehmigung verhandelt, sodass die 4,5 Millionen Euro in die Betriebe direkt reinfließen dürfen. Auf unserer Seite auch komplett steuerfrei sind, also der Fiskus daran nicht partizipiert. Aber wir wollen ja weiterkämpfen, weil es ist eine Sondergenehmigung und im Moment haben wir das gleiche Problem in Schwarz an der Grenze zu Polen. Ja, absolut. Ja. Wo habt ihr denn überhaupt dieses ganze Know-how hergekriegt? Weil ihr habt ja von Flutwein, Marke aufbauen, Vertrieb, aber bis hin zu all diesen Themen, die du gerade hast, habt ihr das alles in-house gehabt oder sind euch da noch Leute zur Seite gesprungen? Also wie gesagt, das Kernteam war in-house. Wir hatten aber sehr viele Sympathisanten, sehr viele Menschen, die einfach zu verschiedenen Zeitpunkten gesagt haben, können wir helfen. Ich habe eben erzählt, die Deutsche Post DHL war ein Partner, Duisport Bohnenlogistik war ein Partner. Wie ist das zustande gekommen? Wir haben in einem Blogbeitrag, als wir schon so um die 30.000 UnterstützerInnen hatten, haben wir aufgerufen und gesagt, Leute, logistische Herausforderungen werden die Kosten und damit die Effizienz dieser Spendengelder massiv in die Höhe schießen. Liebe DHL, liebe UPS, liebe alle, könnt ihr nicht, wollt ihr nicht. Sie haben sich alle gemeldet, alle. Wir haben uns am Ende für einen regionalen Dienstleister, für die DPDHL entschlossen, die selber flutbetroffen waren, die eben in der Region angesiedelt sind. Aber sie kamen dann alle. Und diese Macht, das ist das, was ich meine. Also diese Verantwortung als Sprachrohr für eine Region, für eine Katastrophenregion, die haben wir versucht, weise zu verschiedenen Punkten auszuspielen. Und auch das politische Berlin. Ich glaube, es sind so um die 10 Menschen, die angeboten haben, ich habe Kontakt zu, ich war hier in der Partei, das war mein altes Amt, dies, das. Am Ende haben wir es mit der German Fundraising Association gemacht, mit dem Martin Georgi, der im Endeffekt mit seinem Verein das Interesse aller großen NGOs in Deutschland im politischen Berlin vertritt, also praktisch die Lobby dort macht, auch wenn sie sich so nicht nennen. Mit der Hilfe von Martin und ein paar anderen Kollegen haben wir es halt geschafft und schaffen es bis heute eben auch auf politischer Ebene dort die Zukunft der A und hoffentlich auch das zukünftige Spendenrecht, die zwingend notwendige Erweiterung irgendwann mal langsam in die Tat umzusetzen. Aber es klingt ja an einem Thema, das nicht heute vorbei. Geht das noch weiter? Seid ihr noch weiter dran? Oder sagt ihr, wenn die Thematik jetzt durch ist, dann... Ja, also es ist ein Herzensprojekt. Ne? Also ich sag's dir ganz ehrlich, würden wir hier einen Award gewinnen und einfach aufhören, dann würde ich wahrscheinlich mir zu Hause den Kopf an die Wand schlagen. Ja. In dem Projekt steckt so viel Zeit, so viel Liebe und so viele Tränen auch, so viele Schicksale, die wir alle auch live erlebt haben. Mhm. Und die Region, die Probleme in der Region, die Katastrophe ist vorbei, aber die eigentlichen Probleme im Wiederaufbau, die beginnen erst jetzt. Die A, und das muss man sagen, jetzt kommt so ein bisschen der Planner raus. Die ist okay, du hast ja auch, wie gesagt, noch einen Job neben diesem Projekt. Der nicht Planner ist. Die A, die vertreibt fast 70% des Weines ab Hof. Das sind erste Linie Tagestouristen oder Wochentouristen, die an die A kommen, viele aus Holland, die dort campen. Die nehmen sich auf dem Rückweg ein paar Sixer Wein mit. Und so kommt es, dass die A mit 5 Millionen Liter Wein, Gesamtproduktionsmenge in einem guten Jahr, nicht vertreten ist in Supermärkten. Also es gibt ein paar, okay. Es gibt ein paar Rewes, ein paar Edekas, ja, mit guter Selektion, die haben auch mal einen Wein von der A. Und das sind dann vielleicht 2, 3 Winzer, die auch genug Masse produzieren. Aber die meisten dieser Winzer produzieren unter 100.000 Liter, sind damit für klassische Vertriebswege irrelevant. Und die A ist jetzt auch nicht die modernste Weinregion bislang gewesen. Das heißt, im Wiederaufbau gibt es Probleme, Handwerkermangel und so weiter, was uns alle begleitet.
Es gibt aber auch Probleme in der Infrastruktur, in dem Wiederaufbau. Es gibt aber auch vor allem ein großes Problem, und das ist eben die Causa, dass, wenn der Wiederaufbau Probleme macht, die Schlagzeilen, die wir jetzt ein Jahr nach der Katastrophe lesen werden, so lauten werden wie zum Beispiel: 10 von 300 Gastronomen haben erst wieder auf. Chaos an der A. Bringt dich das an die A als Tourist? Du willst helfen, willst da zwei Tage hin? Das bringt dich da nicht hin. Die Presse wird nicht darüber berichten. Das ist meine Tendenz, weil diese Stories einfach unbekannt sind, dass in den Weinbergen jeder Gastronom gerade, der sein Lokal nicht beziehen kann, jede Gastronomin, dort in den Weinbergen die schönste Streetfood-Landschaft im Rotwein-Wanderweg gemacht hat. Das zieht die Touristen hin. Die Leute gehen dahin, die haben die kulinarische Reise durch die Weinberge, aber das ist eine Story, die ist einfach nicht mehr spannend oder es hat keinen Sensationsgehalt. Deswegen ist es unser Ziel, und das werden wir machen, dass wir weiter die richtige Aufmerksamkeit mit den richtigen Partnern, da darf ich heute noch nichts sagen, aber wir haben ein paar sehr tolle Medienpartner an Bord, für eine Wiederholungskampagne ein Jahr danach zu machen und eben die Geschichten zu beleuchten, wo wir wissen, die helfen der Region nachhaltig, ja, bis hin dazu, dass die Region vielleicht auch mal den durchschnittlichen Weinpreis von 10 Euro auf 12 Euro anheben kann. Ich höre, da ist richtig viel drin. Uns gucken super viele Leute zu, die jetzt vielleicht auch auf euch zukommen wollen und sagen wollen, da wollen wir gerne mitmachen. Ich würde sagen, ich sehe, dass die Weinflasche noch steht. Kommt alle nochmal dazu. Vor allem der Wein. Ich gehe out of the picture und ich würde sagen, behaltet diese drei und den Flutwein im Blick. Danke, dass ihr hergefahren seid. Vielen Dank für die Einladung. Gern. Langer Tag, sage ich euch. Ich kann jetzt auf jeden Fall gleich, glaube ich, so einen guten Flutwein-Rosé vertragen nach der letzten Awardshow. Was mich aber von Herzen gefreut hat, sind zwei Dinge. Bei dieser Awardshow gab es unter anderem die Lions for Creative Effectiveness. Ihr wisst ja, da werden die Leute extra zu eingeladen, dort nochmal zu pitchen. Und Effectiveness sagte schon, welchen Effekt hatte eine Werbung. Und es gibt eine Werbung aus Deutschland, die hatte einen großen Effekt, denn sie hat für uns Frauen so einiges verändert. The Tampon Book hat nochmal einen Löwen mit nach Hause genommen. Völlig zu Recht. Wir Frauen zahlen jetzt auf jeden Fall eine Runde weniger Steuern. Was mich aber auch sehr gefreut hat, ist, schon lange hier in Cannes verfolge ich das ganze Thema Down-Syndrom aus Kanada. Sehr, sehr gepusht mit ganz tollen Kampagnen. Und dieses Jahr haben unter anderem auch wieder eine Kampagne gewonnen, in der Google sich darum gekümmert hat, dass Menschen mit Down-Syndrom ihre Stimme bei Google mit einspielen können und auch Google dann erkennt das, was sie gesagt haben. Super wichtig. Und was das Schöne dabei ist, dass es nicht nur diesen Löwen gab, sondern auch für die Long-Term-Strategie, denn das Ganze geht schon seit 5 Jahren, gab es dann für die kanadische Down-Syndrom-Vereinigung nochmal ein Löwen dazu. Für mich ein sehr, sehr bewegender Case. Ansonsten haben wir großartige Kampagnen, auch gerade von Burger King, finde ich, gesehen. The Glitch, das ist das, wenn man gamet und dann auf einmal nicht so alles ganz so koscher ist. Die haben einfach mal damit eine Kampagne gemacht und sogar einen Burger in real so gebaut, als wäre er geglitscht. Bisschen mehr Brot, bisschen mehr Salat, bisschen mehr Tomate. Guckt euch den mal an. Und dann noch eine Kampagne aus Schweden. Da erzähle ich euch nichts. Die zeige ich euch heute noch dann später nach unserem Live-Talk mit Kallnan. In diesem Sinne, wir sehen uns später.